Hi Leute, zurück zu einem neuen Video von mir und heute habe ich für euch einen neuen Teil Cs Reaktion. Das kam schon super lang nicht mehr, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich verspreche euch, dass es im Dezember noch mehrere Teile geben wird. Und dieser Teil ist auch ein Cs Reaktion XL Teil, denn in diesem Teil hier werdet ihr 15 oder 16 Musical.ly's sehen, was echt schon viel ist, weil eigentlich nehme ich nur 10 mit rein. Deswegen hoffe ich, dass ihr euch darüber freut. Ihr könnt natürlich gerne weiterhin unter dem Hashtag mitmachen. Wichtig ist, dass ihr den Hashtag mit K schreibt. Und dann habt ihr auch die Chance, in so einem Teil dabei zu sein. So, ich würde sagen, ich rede gar nicht mehr groß drum rum. Wir fangen direkt mit dem Video an. Und das ist eine kleine Premiere, denn das ist der erste Teil, in dem ich keine Kopfhörer anhabe. Ihr habt 3 Sekunden zu überlegen, warum. Richtig, weil ich sie nicht finden kann. Ja, deswegen ohne Kopfhörer funktioniert auch. Hä? Irgendwie war das kurz, aber irgendwie war das cool. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich von dem Lied halten soll. Kennt ihr das, wenn ihr ein Lied nicht gut findet, aber auch nicht schlecht findet? Das ist irgendwie voll komisch. Ich weiß nicht, es war irgendwie schon cool, weil es ist mal was anderes. Und ich finde Freundschaft, oder was heißt Freundschaft? Musical.ly's mit Freunden halt sowieso in der Regel immer gut, weil ich das cool finde. Das ergab jetzt auch irgendwie keinen Sinn, ne? Aber... ihr wisst, was ich meine. Das finde ich richtig cool. Ich habe auch mal so ein ähnliches Musical.ly hochgeladen. Vielleicht habt ihr das gesehen. Da haben auch ganz viele kommentiert und geliked. Ich finde, ich... Deutsch, CC. Ich glaube, viele finden solche Musical.ly's cool, wo man einfach halt so echt ist. Gerade das Ungeschminkte kommt sehr, sehr gut an. Der Text ist sehr schön von dem Lied und das, was sie da gemacht hat, passt halt auch einfach richtig gut. Und... was wollte ich sagen? Sieb, hallo! Keine Ahnung. Es ist auch schon nach 12, ne? Also könnt ihr mir nicht so übel nehmen. Wir haben 20 nach 12, das Video muss morgen online kommen. Ich muss es heute noch schneiden. Das ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall finde ich richtig cool. Wirklich gefällt mir sehr, sehr gut, wenn man sich so zeigt in Musical.ly's. Halt ungeschminkt, so wie man halt einfach ist. Mache ich auch richtig gerne, finde ich richtig, richtig cool. Think about your smile that makes me so happy. Cute! Das war ich! Oh Mann, das ist voll süß. Ich liebe die Musical.ly's, die ihr mit mir zusammen hochladet. Hochladet. Deutsch ist heute sehr schwer für mich, Leute. Ne? Man merkt es. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit mir heute nicht. Ich bin wahrscheinlich einfach übermüdet. Auf jeden Fall, ich liebe es, wenn ihr Musical.ly's mit mir zusammen macht und wenn ihr die dann auch auf eurem Account postet, finde ich wirklich richtig süß und natürlich kenne ich ihn auch, ne? Er unterstützt mich auch sehr. Er war auch auf dem Fantreffen in Frankfurt, auf meinem letzten, und in Kassel auf dem Fantreffen war er auch schon, und ich bin so glücklich, so eine tolle Community zu haben, das könnt ihr mir nicht glauben. Wirklich, ich bin so unfassbar dankbar und so unfassbar glücklich, weil ich ja selbst einfach sehe, wie krass ihr steigt und wie das alles wächst und wie die Team CC-Gruppen voller werden und so, und ich bin euch echt super dankbar dafür. Übrigens, by the way, das war bei dem Fantreffen in Frankfurt. Falls ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das mal in der Infobox und hier oben bei dem i. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist so schön geworden und es würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das mal anschaut. Summertime sadness. Richtig, richtig cool. An diesem Musical.ly habe ich überhaupt gar nichts auszusetzen. Ich finde das richtig cool. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Namen gibt für dieses... für diesen Effekt, den man dann machen kann, wenn man dann so... ihr habt es ja selbst gesehen, ihr wisst, was ich meine, ne? Aber ich finde das so cool, wenn man das macht. Und ich weiß, dass das schwer ist. Ich habe das schon öfter mal versucht. Ich glaube, ich habe das auch mal hochgeladen. Ja, das kann sein. Aber ihr wisst ja, hier oben, das ist ein Sieb. Ich vergesse so viel. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich finde das richtig cool, wenn man das macht. Mit diesem Effekt, so dieser Übergang. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, bitte war es das wert, dass du mich verlierst. Ich kann's nicht verstehen. Für dich meine Welt umgekehrt. Ich dachte, wir zwei hätten alles besiegt. Wolltest meine Seele und diesen Moment. Also sie hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, was sie machen kann bei dem Musical.ly. Ich finde, das ist irgendwie Geschmackssache. Ich persönlich, ich mag das nicht so, wenn man so viele Effekte da reinbaut oder generell, wenn man seine Musical.ly's bearbeitet, finde ich einfach nicht so schön. Ist einfach nicht so mein Ding. Das ist wahrscheinlich jetzt alles mit Funny Mate gemacht oder wie die App heißt.
man kann ja mittlerweile auch mit Musical.ly einfach so Effekte drüberlegen. Aber ich weiß nicht, ich mag das nicht so gerne. Auch diese ganzen Videostar-Musical.lys. Ist alles einfach nicht so meins, wenn man da so Sachen einfügt und sowas. Ich finde es einfach schöner, wenn man das alles mit den Händen und so macht und mit einem Gesichtsausdruck. Aber trotzdem war es cool. Over and over, the only truth, everything comes back to you. Ich konnte mich jetzt gar nicht so richtig darauf konzentrieren, was sie da gemacht hat, weil mich das so abgelenkt hat in ihrem Gesicht. Und also, ihr wisst vielleicht, dass ich die Musical.lys immer speichere und sie mir dann anschaue. Also, seht ihr, ich habe das hier alles in meiner Galerie. Das heißt, wenn da jetzt drunter steht, Cici, ich liebe dich über alles, dann sehe ich das nicht. Aber natürlich habe ich geguckt, was da drunter stand, weil ich wissen wollte, was sie hat. Aber das war ein Halloween-Musical.ly. Das war ein Halloween, ja. Aber sieht voll echt aus, ne? Sieht schon krass aus. Clickbait! Liegt seit Tagen in meinem Bett und starr die Decke an. Hab die Hoffnung längst verloren, weil sie nichts retten kann. Hab mich aufgegeben, lauf auf die Klippen zu. Ich sollte springen, bevor das Zimmer Gewissen ruft. Völlig sapp. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber mir ist es direkt ab Sekunde 1 aufgefallen, dass sie hier an ihrem Arm ganz, ganz viele Verletzungen hat. Und ich glaube nicht, dass sie da gestürzt ist oder sich da aus Versehen wehgetan hat, weil dann ist es ja nicht so viel, sondern vielleicht ein Kratzer oder sowas. Ich möchte unbedingt nochmal ein Video über das Thema Selbstverletzung und Selbsthass machen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Es liegt mir sehr am Herzen, muss ich sagen. Ich habe da schon mal ein paar Videos drüber gemacht. Generell auch in diesen Probleme-Videos. Wenn ihr mir auf Instagram eure Probleme schreibt, könnt ihr übrigens immer noch machen. Ich würde gerne noch ein paar Teile darüber drehen. Also falls ihr irgendein Problem habt, was euch gerade beschäftigt, dann schreibt mir das gerne per Insta direkt. Ich werde auch nicht eure Namen irgendwie nennen oder so. Da braucht ihr keine Angst haben. Zurück zu dem Mädchen. Du bist so ein hübsches Mädchen und du hast es auch wirklich gut gemacht. Du hast so eine schöne Figur und so eine schöne Ausstrahlung. Das ist schon mal das, was ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, wenn du dieses Video siehst. Und ich weiß nicht, das Thema Selbstverletzung, man kann sich so als Person, die das nicht macht, nicht so richtig da reinversetzen, finde ich. Also klar, ich kann dazu jetzt meine Meinung abgeben. Ich kann sagen, dass ich das scheiße finde und dass ich das uncool finde. Keine Ahnung, kann ich alles sagen, aber die Personen, die das machen, die machen das, denke ich, auch nicht, um cool zu sein oder um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern einfach, weil die nicht weiter wissen und sie ziemlich verzweifelt sind. Das tut mir so leid und es tut mir so weh, das zu sehen. Und ich weiß auch nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Aber generell kann ich jedem einfach sagen, dass das Leben so lebenswert ist. Und auch wenn man sich mal in so einem Tief befindet, man kommt auch wieder aus dieser Zeit raus, weil das alles nur Phasen sind. Und es gibt schöne Phasen im Leben, aber es gibt auch die schlechten Phasen. Die gehören doch auch einfach dazu und die machen uns als Person doch einfach nur noch stärker. Das tut mir einfach immer so leid, wenn ich das sehe. Also ich finde, das sieht sehr, sehr süß aus. Bei meinem Freund und mir würde das wahrscheinlich genau so aussehen. Okay, das war ein bisschen lame. Ich blende euch nochmal in Slow-Mo und mit Musik ein, dann könnt ihr euch das vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Ich finde das echt super süß. Ja, also es gefällt mir echt richtig gut. Finde ich voll cute. Voll kurz, aber voll cool. Generell habe ich, ich habe es euch, glaube ich, schon 100-mal gesagt, dass ich das super cool finde und sehr, sehr großen Respekt davor habe, wenn auch Jungs Musical.lys machen. Generell sagt ja keiner, dass Musical.ly eine Mädels-App ist, ne? Ist ja auch nicht so. Aber ich glaube, da sind schon überwiegend Mädchen angemeldet auf dieser App, weil es einfach, ich weiß auch nicht warum, aber das ist irgendwie so ein Mädchending. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel mal in eurer Klasse umhört oder mal so eure Klasse durchgeht, wer da so drin ist, wer von den Personen aus eurer Klasse hat Musical.ly auf dem Handy? Oder wer nutzt es? Auf dem Handy haben es wahrscheinlich viele, aber wer nutzt es? Bestimmt die Mädels, oder? Also klar, der ein oder andere Junge benutzt es auch, aber so richtig, dass ein Junge da so richtig aktiv ist und so richtig Lip-Sync und sowas macht, ich glaube, das gibt es fast gar nicht, oder?
Ist es bei euch so, dass die Mädels Musical.ly machen oder eher die Jungs? Schreibt mir das mal in die Kommentare, aber ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten Mädels das machen. Ich glaube, 80% aller Menschen, die gerade dieses Video sehen, haben sich bei diesem Musical.ly jetzt gedacht, hey Mädel, wo ist denn dein Ausdruck? Mach doch mal ein bisschen mehr Ausdruck. Soll ich mal was sagen? Früher war ich immer genau derselben Meinung, dass die Musical.lys richtig viel Ausdruck haben sollen, dass man da richtig smilen soll und einfach Gefühle zeigen soll. Mittlerweile finde ich das so schön, wenn die Musical.lys so gemacht werden. Ich weiß nicht, ob das nur eine Phase von mir ist, aber ich finde es einfach schöner, es gefällt mir irgendwie besser. Gerade bei so langsamen Liedern finde ich das cooler, wenn man da nicht so steht die ganze Zeit. Das ist dann so, nee, passt nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwie finde ich das cool. Ich weiß auch nicht. Gibt es da noch jemanden oder bin ich da so die einzige Person? Ungelogen, mittlerweile ist es bei mir sogar so, dass ich Lisa und Lena gar nicht mehr auf Musical.ly folge, weil ich finde, die machen viel zu viel. So nur am Lachen und alles ist cool und alles ist schön und irgendwann geht mir das auf die Nerven. Don't hate me. Fehlt, oder? Those Eyes kommt da noch. Gefehlt. Ich kenne den Sound, ich finde ihn super cool. Nicht den Sound, sondern den Song. Finde ich eigentlich, hat sie cool gemacht. Das Ende war vielleicht ein bisschen lang, das mache ich aber auch oft, dass das Slow-Mo einfach zu lang ist. Aber ich glaube, dass es dann für viele einfach langweilig wirkt. Aber so an sich ihre Bewegungen haben alle dazu gepasst, also cool. Also erstmal, ne, den Song, alle die mich verfolgen, alle die mich kennen, die wissen, das ist mein Song, ich liebe diesen Song, ich könnte den 24/7 hören, ich habe ihn auch schon gefühlte 5 Millionen Mal gehört, das ist nicht untertrieben. Finde ich cool, dass wieder ein Junge dabei ist, mir ist auch aufgefallen, dass in letzter Zeit ganz viele Jungs mitgemacht haben, finde ich super cool. Hat er auch gut gemacht, gerade so mit dem Anfang, dass er dann so vor einer schwarzen Wand stand und dann wieder woanders und dann wieder vor der schwarzen Wand. Echt cool. Das Einzige, was ich so auszusetzen habe, ist, dass der Text nicht so ganz saß, hatte ich das Gefühl. Das ist halt wichtig bei Musical.ly, dass du den Text wirklich drauf hast. Ich habe das auch bei manchen Songs. Ich kann die nicht richtig, ich mache trotzdem Musical.ly dazu. Aber es geht jetzt auch gerade nicht um mich, sondern um dieses Musical.ly. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Text schon schwer ist, ne? Weil im Grunde genommen, das hört sich echt so an, als würde der da singen. Versteht, wie ich meine? Aber man kann sich ja auch, wenn man den nicht weiß, oder wenn man nicht weiß, was die Person da singt, kann man ja auch auf Google eingeben. Unforgettable French Montana. Wie geht der Text? Nein, ihr wisst, was ich meine, ne? Aber das ist so das Einzige, was ich daran auszusetzen habe, sonst fand ich es cool. Also, ich habe Cheyenne bewusst jetzt mit in dieses Video genommen, weil sie in einem meiner letzten Streams, das ist schon so lange her, aber da hatte sie das mal gewonnen, da habe ich mal verlost, dass der Top-Gift da in einem Cis-Reaktion gezeigt wird und das war sie. Ich mache das übrigens öfter mal, dass ich in meinen Streams was verlose, ein Follow zum Beispiel oder ein Duett oder Platz in meinem neuen CSIS-Reaktion. Also falls ihr mir noch nicht auf Musical.ly folgt, könnt ihr das gerne machen und schaltet die Glocke ein, dann werdet ihr nämlich auch benachrichtigt, wenn ich streame. Aber das Musical.ly war voll süß. Es war vom Fantreffen in Frankfurt, das war im Sommer und generell diese Umarmungsvideos sind immer super süß, machen auch immer ganz, ganz viele mit mir. Das Problem ist, ich sehe das nur so selten. Weil wenn man mich auf einem Musical.ly verlinkt, sehe ich das eigentlich sowieso nie. Ja, das finde ich ein bisschen schade, weil ich die echt süß finde. Oh mein Gott, ist der Typ cool! Oh mein Gott, ich kann nicht mehr, der ist so cool! Was, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin voll sprachlos. Erstens mal finde ich super cool, dass schon wieder ein Junge in diesem Teil ist, das ist jetzt glaube ich schon der dritte. Das Musical.ly war... Ich habe gespuckt. Das Musical.ly war so, so süß. Ich weiß noch,
das ist jetzt schon ein bisschen länger her, als ich das ausgewählt habe, aber ich weiß noch, dass er da seine Freundin markiert hat und da stand davor irgendwie so noch so und so viele Tage, dann sehen wir uns wieder und das war so süß. Und dann dieses Ich liebe dich Herz und so und es hat alles auf die Sekunde genau gepasst, was er gemacht hat. Transition war so cool, das hat er so cool gemacht. Ich komme nicht klar, ne? Der Typ ist cool. Echt, der Typ ist einfach cool. So das Musik.ly fand ich jetzt nicht schlecht, aber ich finde, man hätte es ein bisschen besser machen können. Also bei mir persönlich ist es einfach so, dass ich immer sehr darauf achte, wenn jemand in seinem Musik.ly steht. Da gucke ich halt immer ganz genau so nach der Choreo, was so gemacht wird. Und wenn man dann mal bei einer Sekunde oder zwei Sekunden so steht oder die Haare nach hinten macht und nicht genau weiß, was man macht, ich finde das... ich weiß nicht, das ist irgendwie so... Also ich würde dem Musik.ly jetzt keine 1 geben, aber ich würde mir auch keine 5 geben oder 6. So, wisst ihr, wie ich meine? Also es war... okay, aber ich finde, das kann man noch ein bisschen besser machen. Also für die Leute, die das nicht gesehen oder gemerkt haben, das war meine Schwester. Hat mir das Musik.ly per WhatsApp geschickt und hat geschrieben, bitte, Schwester, nehme ich mit in deinen neuen Teil. Da dachte ich mir so, das mache ich doch. So nett bin ich doch mal. Das Beste kommt zum Schluss. Deswegen jetzt meine Schwester, dass sie jetzt ein Musik.ly auswählt, in dem ich auch zu sehen bin und drin aussehe wie ein Penner, weil ich ungeschminkt bin, die Haare in einem Dutt habe und gerade am Saugen bin. Das war jetzt nicht der Plan, aber gut. Aber ich finde, meine Schwester macht generell coole Musik.ly. Sie sind einfach voll süß gemacht. Manchmal macht sie auch ein bisschen too much. Für meinen Geschmack, aber das kann ja jeder selbst für sich entscheiden, sonst finde ich ihre Musik.ly echt super süß und cool. Also falls ihr ihr noch nicht auf Musik.ly folgt, könnt ihr das gerne machen, weil sie hat bald die 10.000 auf Musik.ly und ich würde mich voll freuen, wenn sie das vor Weihnachten noch schaffen wird. Also falls ihr ihr nicht folgt, könnt ihr das tun, die heißt auf Musik.ly Bio, ganz ganz einfach, also jeder wird sie dort finden. Und falls ihr ihr jetzt nach diesem Video neu folgt, dann kommentiert mal ihr neuestes Musik.ly mit Team CC. Und wenn ich euch dann sehe unter dem Musik.ly, dann stalk ich euch. So Leute, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Endlich mal wieder ein neuer Teil CC's Reaktion. Wie gesagt, wenn ihr gerne auch in so einem Teil zu sehen sein möchtet, macht fleißig unter meinem Hashtag mit. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten kommt bald mal neuer Merch raus. Ich hoffe, ihr seid alle excited. Außerdem, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben Dezember. Das heißt, jeden Tag ein Video. Es kommen Vlogs, es kommen normale Videos, es kommen CC's Reaktion, CW-Reaktion wird es auch noch geben. Deswegen, falls ihr meine letzten Videos nicht gesehen habt, habt ihr viel nachzuholen. Ich verlinke euch alles in der Infobox oder schaut einfach auf meinem Kanal nach. Ansonsten würde ich mich natürlich auch gerne über ein kostenloses Abo freuen. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder und danke fürs Zusehen. Bye.